Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Plug Tale Innocence. So, wir machen jetzt hier weiter. An dieser Stelle sind hier hochgeklettert. Jetzt mal schauen, wo wir lang müssen. Ich glaube, eine Runde drehen, ne? Ja. Eine Runde drehen ist, glaube ich, der richtige Weg. Es ist aber hier die Hölle viele. Los. Laurentius, ich bahne uns einen Weg. Nice. Ich gehe zuerst. In Ordnung. Genau, ich gehe zuerst. So gehört sich das. Ah. Los, komm. Okay. Lass mich. Ding, 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 Hugo, tiding. Hör mal. Ist doch stinkig. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein. Ah. Amicia, die Ratten. Die Lichter sind aus. Nein, nein. Das Pferd ist tot. Ach du Scheiße. Das war's. Was soll ich denn da machen? Meister. Hey, halt! Wir brauchen dich! Seht, das Pferd! Das Pferd nimmt Preise aus. Wir müssen hier weg. Hugo, Lukas. Lauf, wir brauchen das Pferd. Sie sind überall. Lukas. Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er? Okay. Nein! Nein, er ist gestorben! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zum Fluss! Komm, Lukas! Gut, Lukas ist bei uns. Okay. Ach so. Let's go, würde ich sagen. Laufen, 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 laufen. Oh, Käse. Oha. Oha. Der Lehrling, okay. Die Beute der Raben. Kapitel 5. Boah, Ladezeiten sind auf jeden Fall da. Spannend geworden. Richtig spannend geworden. Jetzt können wir auch so Feuer machen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Haben jetzt allerdings noch einen Begleiter. Ich hoffe nicht, dass er die ganze Zeit dabei ist, weil den müssen wir dann auch beschützen. Ist ja nicht der hellste, wie wir eben gemerkt haben. Der ist uns nicht nachgefolgt. Deswegen sind wir einmal gestorben. Aber egal. Sind jetzt auf dem Boot und weg. Das Pferd ist natürlich auch weg. Heftig, was diese Rattenpeste ausmacht. Ey. Meine Güte. Stell dir das mal in Real Life vor. Stell dir das mal in Real Life vor. Das wäre der Wahnsinn. Also im Wasser scheuen die und Feuer auch. Boah. Die sieht auch schon richtig mitgenommen aus. Hugo ist eingeschlafen. Wir sind wieder. Lukas? Im Reinen, sozusagen. Ja? Was hat er in seinem Blut?
Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Das ist eine gute Frage. Für die Macula gibt es weder gut noch böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Da hat Hugo irgendwas damit zu tun. Gut zu wissen. Oh. Hugo, wach auf. Aufwachen. Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist genau. Das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Das stimmt, der hat das ja noch nie gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja. Kommt her, Fröschlein, es sind zu viele. Kommt her, Fröschlein, es sind zu viele. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Hopp. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Da hat er recht. Da, 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 da. Hops, hops, hops. Hugo! Jetzt ist er wo weg. Wo willst du hin? Da hat er den Turbo eingeschaltet. Hugo! Da ist Hugo weg. Eieieiei. Läuft jetzt einfach davon. Oh mein Gott! Ich bin ein Ritter! Yeah! Wo hast du den her? Er lag da drüben auf der Erde! Hör zu, Hugo! Leg ihn weg! Das ist nichts für Kinder! Spielverderberin! Ja, los, weiter! Entschuldigung. Riechst du das? Wie nee. Das stinkt! Ach so. Ja, fürchterlich! Natürlich, stinkt, ekelhaft! Bah! Pfui! Da liegt aber irgendwas. Schwefel. Amicia, Lukas, kommt schnell her. Wir beeilen uns, Hugo. Sieht nicht gut aus. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld. Ja. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Leider ja. Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Boah, was ist denn hier passiert? Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Ja. Ach du Scheiße. Warum soll er hier bleiben? Wir müssen da eh durch. Wir sollten nicht hier sein. Holy moly, ja. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Okay. Das Pferd. Lukas? Die Ratten! Bleib weg von ihnen! Amicia, sie sind überall! Hunderte von ihnen! Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Wir wurden gefressen. Was hätte ich denn jetzt da machen sollen? Oh nein, die Ratten! Bleibt weg von ihnen! Amicia, sie sind überall! Hunderte von ihnen! Das darf doch nicht wahr sein. So. Warten. Ah, okay.
Gut zu wissen, dass wir das auf jeden Fall sofort herstellen können. Ratten über Ratten, ja. Eieiei. Da drüben sind Leute. Wir haben Gesellschaft. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Ah, okay. So, ein bisschen Zeugs wieder herstellen. Aha. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja, gewiss. Ich hätte nicht gedacht, okay, dass das so schwer ist. Ich auch nicht. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Alles ist gut. Geh jetzt. Ja, ja. Sei vorsichtig. So, okay. Das musst du aber auch erstmal wissen. So. Kannst du mir helfen? Gut. Jetzt aber schnell. Hugo? Das musst du machen. Ja. Schnell, Hugo. Ratten incoming. Ja, ich hab's geschafft. Gut. Jetzt komm zurück. Hier, bitte. Hat aber genau gepasst. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's hier durchs Schlachtfeld der Ratten. Ne? Hey, was war das? Wer ist da? Duckt euch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Okay. Was ist das? Ha? Und tschüss. Oh Gott. Also können wir die Ratten dann auf jeden Fall verwenden. Das hat funktioniert. Boah. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Ich glaube nicht. Hier den hier machen. Let's go. Den Turm. Das Licht. Da. Zack. Sieh mal einer an, wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Okay, liebe Leute. Da machen wir dann das nächste Mal wieder weiter. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren Projekten und danke, dass ihr zugeschaltet habt zu Podcast Mod. Bis zur nächsten Folge.